So, und weiter geht's. Willkommen zurück. Ja, letztes Mal haben wir ja fast geschafft, aus Versehen hier das perfekte Relikt zu holen, wenn uns eine Kiste nicht gefehlt hätte. Und ja, was wir aber geschafft haben, ist nämlich das Rückblendenband hierfür zu holen. Das zweite von Coco müsste das jetzt sein, genau. Und wie sagen, stießen wir einfach mal los. Engines Interview. Haha, haha. Das erste Level war ja erstmal ganz gediegen von der Coco. Also auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad her ungefähr ein Zwanzigstel von dem, was das letzte Level von Crash war. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, was jetzt noch... Also ich glaube, das wird auch noch in Ordnung sein, ne? Weil das wird dann wahrscheinlich wieder etwas schwieriger sein als die ersten Sachen von... Ach du Scheiße. Okay, ich sage erstmal gar nichts. 11.12.96, okay. Ja, ja. Also auf jeden Fall später als... das ist, das ist Crash 3? Ich überlege gerade die Mucke. Das ist ein Verfolgerlevel mit Eisbären. Ne, ich glaube, das ist Crash 2 auch. Ja, okay. Sicher bin ich mir aber nicht. Ups. So, keinen Doppelsprung machen, Dennis. Okay, ich darf niemals X gedrückt halten. Okay. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. So. Ich werde jetzt mal, wenn ich wieder stehe, gucken. Nehme ich auf? Ja, nein, vielleicht. Ich nehme auf. Das ist schön. Oh, na. So, zack. Was? Zum? Okay, ich war ein bisschen auf der Nitro-Kiste. Dass ich jetzt gerade überlegt habe, dass es wirklich die Dino-Mucke sein könnte. Oder ist das... Nee, das ist Boss-Mucke. Ist das Boss-Mucke? Nee. Also klingt so ein bisschen aber auch nach Boss-Mucke Crash 3. Traurig, dass ich die Lieder nicht kenne. Und ich habe im letzten Part noch gesagt, von wegen Musikstück technisch. Hat das Wiedererkennungswert, die alten Teile. Haben sie auch? Aber ich kann sie manchmal nicht so ganz gut. Crash 3 kenne ich aber, glaube ich, fast alle. Ja, 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 ja. Retrospektiv gesehen, ne? Mann, es ist doch nicht zu fassen! Habe ich ja eigentlich auch immer behauptet, wenn ich mal so die ersten drei Crash-Teile von PlayStation 1 nochmal betrachte, dass ich eigentlich immer gesagt habe, so der zweite ist immer der schlechteste. Ich kann das eigentlich gar nicht so bewerten. Also der dritte ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall der beste. Nein! Okay, das ist echt schwer. Das ist echt schwer geworden. Weil man die Sprünge hier echt timen muss. Auf jeden Fall, wann man nach vorne geht und so. Nee, weil ich mag den ersten Teil. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Leute, die den ersten Teil wirklich mögen. Aufgrund der Tatsache, dass der halt ziemlich schwer ist. Aber nicht komplett überladen, ne? Und der zweite hingegen, da ist das Problem, der bietet kaum Herausforderungen. Wenn man es kennt, muss man dazu sagen. Ich meine, die versteckten Bereiche von Edelstein, die sind schon krass. Und teilweise echt kryptisch. Oh Gott. Okay. Aber irgendwie finde ich den zweiten Teil... Ach du Scheiße. Okay, wie soll ich das denn machen? Irgendwie finde ich den zweiten Teil mit am faszinierendsten. Der hat da irgendwie so eine mysteriöse Ausstrahlung. Kann vielleicht damit zusammenhängen, dass ich den damals, das ist damals der erste Teil, bei dem ich überhaupt mal von Crash Bandicoot angefasst habe. Wo ich noch gar nicht gereilt habe, was überhaupt das mit den Edelsteinen und sowas auf sich hat. Und das ist das erste Mal, an einem Samstagmorgen, um Leck mich am Arsch Uhr. Da bin ich irgendwie so kurz nach 5 morgens oder um 5:30, ne? Mein Bruder ist ja gerade wahrscheinlich eine halbe Stunde vorher, vom Feiern wiedergekommen, ne? Was macht der kleine Dennis, der dann irgendwie 11 Jahre alt ist, ne? Erstmal Blazer an, weil Bruder schläft ja noch, ich komme jetzt mal dran und kann zocken. Und ja, da habe ich halt Crash Bandicoot gespielt. Ich fand das so faszinierend irgendwie. Hatte ich dann auch irgendwie aus Versehen die französische Sprachausführung ausgewählt. Ja, okay. Hier kann ich jetzt mal stehen. Mal folgendes, machen wir das so. Zack. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier drauf springe. Okay, das ist nicht so schlimm. Okay. Oh Gott! Scheiße. Scheiße? Nein! Ja, ja, ja. Was ein Käse. Was ein Käse. Ich habe übrigens so ein kleines privates Zock-Update, ne? Fallout jetzt durchgekriegt. Richtig geiles Spiel, muss ich sagen. Er hat Fallout 1, mittlerweile 22 Lenzen auf der Brust. Aber wie geil das Spiel gemacht ist, ne? Wie viele Möglichkeiten man da hat, ne? Ich glaube, es gibt auch nicht. Ich glaube, ich habe ungefähr das schlechteste Ende gehabt, was es gibt. Weil alle waren tot hinterher. Aber hey, ich habe es durchgeballert. Es hat richtig Bock gemacht.
Werde ich auf jeden Fall irgendwann mir nochmal reintun als Let's Play. Oder als Stream-Projekt oder sonst irgendwas, weil das war schon echt extrem gut. Das hat so Bock gemacht. Ich habe da irgendwie über 30 Stunden zugebracht, laut Good Old Games Programm. Aber das ist auch viel einfacher nur nebenbei hergelaufen, wo ich es einfach angelassen habe, während ich dann gegessen habe oder Filme geguckt habe oder sonst irgendwas. Aber war extrem gut, echt. Und jetzt habe ich mir, weil ich mit Battlefield 3 leider nicht die Probleme habe lösen können, habe ich mir ein anderes Spiel für PlayStation 4 jetzt mal rausgesucht, was ich mal zocken werde. Habe einfach ein bisschen auf meiner Festplatte, was habe ich hier für installierte Spiele, mal geguckt. Und ich habe jetzt Hard Reset Redux oder so ähnlich, habe ich jetzt gestartet. Und auch das macht ziemlich Bock. Also es ist ein sehr schneller Ego-Shooter. Mit einer recht interessanten Geschichte, muss ich sagen. Und ja, mal abwarten, was das Spiel noch so bereithält, ne? Ich bin noch nicht sehr weit, auf jeden Fall. Okay. Nein! Alter, ey, das ist hart. Diese Kiste ist auch wieder hart. Das sind immer so Momente, die einfach sehr schwer sind in solchen Rückblenden-Leveln, ne? Die sind meistens nicht sehr lang, aber... Oh, da unten ist der Checkpoint. Da unten ist sogar der Checkpoint, ne? Das ist unglaublich. Das Spiel würde mich doch nur ärgern. Ah, okay, da hab ich gepennt. Das kann ich besser. Zack, zack. Ich frage mich aber ernsthaft, warum sollte man solche Level schaffen, ohne alle Kisten kaputt gemacht zu haben, ne? Da bietet ja gar keine Herausforderung. Ich sehe da den Sinn hinter irgendwie nicht. Einfach nur, um es zu schaffen, dass man einfach durchgekommen ist, finde ich ein bisschen nölig und sinnlos. Deswegen finde ich, man sollte hier einfach keine Kategorisierung haben. Okay, ich habe jetzt so viel von den ganzen Kisten geholt. Sondern man hat es einfach geschafft oder nicht. Natürlich mit allen Kisten, klar. Dann hätten die eigentlich den Crash Bandicoot 1, Bildschirm wieder rauszaubern sollen. Great, but you missed so viele Boxes, ne? Das wäre doch mal was. Zack, zack. Flup. So, danke schön. Ja. Genau. So läuft das. Nein! Ich bin so ein Haufen tot. Was habe ich mir denn auch überhaupt dabei gedacht? Also klar ist das passiert. Es ist wieder ein bisschen fehlende Konzentration, weil ich es ein paar Mal verkackt habe. Das ist mein Problem. Kurzen Blick auf die Zeit geworfen. 7 Minuten bin ich jetzt dran. So. Danke, danke. Und um auf das Musikstück zu kommen, ich tippe jetzt einfach mal, das ist das Bärenverfolger-Level von Crash 2. Von den fetten Eisbären. Aus dem Weg gehen muss Hilfe! Warum sind beide kaputt gegangen? Korrekt? Ihr wisst es doch, ne? Richtig. Okay. Nein! Ich habe jetzt was anderes versucht. Ich wollte die kaputt drehen, einen Doppelsprung machen und dann mich in den freien Bereich retten. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber hey. Was soll's? Das sind so viele Nitro-Kisten. Das sind so viele gottverdammte Nitro-Kisten. Oh mein Gott. Zack. So, danke schön. Aber ich bin so froh. Nein! Ich bin nicht mehr froh. Nein, ich bin so froh, dass diese Level von der Seite sind. Dass sie nicht von vorne nach hinten sind. Ne? Also von der Perspektive her. Weil dann würde ich... Dann, oh, Alter. Nee. Das würde ich nicht schaffen. Das würde ich schaffen, ja. Aber ungefähr mit wahrscheinlich einem zehnfachen Zeitaufwand. So. Erste tricky Stelle habe ich mittlerweile so ein bisschen drauf. Warum mache ich das so? Warum mache ich mir das immer schwer? Weil ich mir 2 Sekunden sparen möchte, oder was? Dennis, ey. Schlimm wird es immer, wenn ich mich selbst beim Namen nenne. So. Gott. Aber des Versagens offensichtlich. Dankeschön. Ich finde übrigens generell Mythologie und sowas total interessant, wenn ich jetzt schon mal von Göttern spreche. Ob es jetzt griechisch ist oder so, ne? Oder. Das war gut. Warum sind die beide kaputt gegangen? Das muss ich genauso auch nochmal machen. Einfach dann immer von rechts nach links spielen, von links nach rechts und hoffen, dass diese Scheißkiste irgendwann mal kaputt geht. Kaputt. So, okay, Baby. So. Jetzt bin ich heiß. Uiuiuiuiuiui. Dankeschön. So. Zack.
Interessanterweise, ne? Nur so sieht wo am Rande. Ich habe übrigens das Projekt, was nach Crash Bandicoot kommt, ne? Habe ich schon fertig im Kasten. Noch nicht hochgeladen, aber fertig bearbeitet. Lustig, ne? Okay. Weil ich da nämlich den Release-Zeitraum, also bis es released worden ist, nämlich dann einfach benutze, um nochmal ein bisschen was aufzunehmen. So, okay. Oh ja! Dankeschön! Okay, jetzt mal gucken, wie komme ich jetzt an die Kisten rechts am besten ran. So, guck mal, hat funktioniert. Ich bin überrascht. Ganz ehrlich. So, dankeschön. So. Ich frage mich jetzt nur, was das hat das da unten mit den Ausrufezeichenkisten auf sich? Da haben wir jetzt gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen. Perfekt, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Nein! Oh, hätte ich mitrechnen müssen. Okay. Alles gut. So, dankeschön. Ich hab's auf jeden Fall komplett aufgenommen, komplett bearbeitet, schon gerendert und so, ne? Aber weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass ich hier einfach mal 300 Parts brauche, um das Spiel zu schaffen, ne? Okay. Ah, okay. Ich kann das eigentlich ja mir ein bisschen vereinfachen, ne? Gut, okay. Scheiße! Ah, verflucht, verflucht. Ja, das ist auch eine tricky Stelle, Alter. Nicht schlecht spielen. Warum habe ich das so gemacht? Ich bin dumm. Ich schaff das. Zack, zack. Ich habe jetzt leider den anderen Gedankengang, den ich euch erzählen wollte, wieder vergessen. Oh Gott, ja, da hab ich gepennt. Ich bin aus dem Rhythmus gekommen. Das ist die mehr Scheiße. Okay, ist das immer so machen. So. Fuppis, zack, zack. Zack, zack. Okay, okay, okay. Weil die Idee ist gar nicht mal so verkehrt, das von hier zu machen. Aber man kann es, glaube ich, lieber dann in der Richtung versuchen zu verhackstückeln. Aber ich komme unten nochmal lang, ne? Ja, gut. Die Kistion kann ich eigentlich schon mal kaputt machen. Ah, da unten ist das nämlich schon mal ein bisschen scheiße. Hm. Okay. Alles klar. Warum ist die kaputt gegangen, die Kiste? Sag mal. Gut, okay. Ich hab Angst. Ich hab so viel Angst. Das glaubt ihr gar nicht. Weg. Okay. Easy pop easy. Zack. Okay. So. Stopp. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Yes, yes, ja. Okay. Jetzt nur noch. Das, also wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Ich gehe jetzt oben lang. Macht keinen Sinn, mich jetzt hier unnötig in Gefahr zu bringen. Ja. Ja, 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 ja. Danke, danke. Müssen wir jetzt aber durchrutschen. Ist halt so. Ja, wir haben es geschafft. Was tanzt du da so blöd, ey? Schmeißt ja gleich hier den Trophäe an den Kopf. So, jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Genau, Hard Reset Redux habe ich, glaube ich, von gesprochen. Irgendwann mal in meinem Gedankengang. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel, welches mal auch mal durchballern, weil Battle-Problematik habe ich leider nicht in den Griff bekommen, das stürzt immer noch in der Mission ab. Ich habe es mit zwei Playstations versucht, ich musste auch sogar einen ganzen Tag mal warten. Weil ich es mal mit Julias Playstation versucht habe, aber es liegt einfach irgendwie am Spiel, keine Ahnung. So, okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem fossilen Antrieb, mit dem ersten Level, was wir jetzt mit Cortex spielen dürfen. Dürfen wir keine anderen Skins freischalten für ihn, aber ist halt so, ne? Aber bin ich mal gespannt, was der Kollege kann. Jetzt haben wir jetzt hier in dieser Welt schon Anspielungen auf Zornes Cortex gehabt. Jetzt nochmal, ne, weil wir jetzt halt mit Cortex spielen dürfen. Twin Sanity, weil ich jetzt auch bald im Stream wieder spielen werde, wenn ich mal wieder streamen sollte. Könnte ich eigentlich mal wieder machen, ne? Ja, schauen wir mal, ne? Wenn das so ist wie das letzte Level, gerne, gerne, gerne.
Mal sehen, wie den prähistorischen Viechern meine Blaster-Einstellungen gefallen. Der hat keinen Doppelsprung. Okay, der kann sowieso ein bisschen rutschen mit seiner Hirse. Der kann schießen. Aha. Schön. Oh Gott. Also das mit dem fehlenden Doppelsprung, das macht mich fertig. Gebe ich zu. Das macht mich fertig. Oh Gott. Eieiei. Aber bedrohliche Musik. 2, 3, 4, 5. 100 Kisten sind es aber auch nur. Hallöchen. Ah. Habt ihr es gesehen? Das war eine gut versteckte Kiste. Und das meine ich. Das ist, glaube ich, jetzt hier so in dem Spiel so ein bisschen so ein Klassiker. Was bist du denn? Was ist da draußen los? Okay. Kannst du eigentlich so ein... Ah, okay. Der kann das dann im Sprung machen. Interessant. Blockifizieren. Ich habe gelacht, als ich die Blockifizierung hinzugefügt habe. Aber wer lacht jetzt? Ich. Ah. Ich mag die Gesichter von den Viechern. Warum klappt das nicht? Achso, dann kann ich dich wieder entblockifizieren. Okay. Dankeschön. Komme ich jetzt da oben hin, sag mal. Kann ich irgendwie zielen? Ach so! Ah, das ist ja interessant. Ich kann ihn jetzt in zwei verschiedene Arten von Blöcken verwandeln. Zum einen einfach stabile Blöcke, wo ich einfach mich draufstellen kann. Und zum anderen Trampolinblöcke. Oder ich verwandle sie wieder zurück. Aha. Echt nicht uninteressant. Oh Gott! Okay. Videoband gab es ja nicht, ne? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube aber nicht. Ich bin wieder am Anfang. Wie schön. Toll. Das freut mich natürlich. Ja, okay. Natürlich ist der Anfang etwas holprig, ne? Ich werde es auch nur bis zum nächsten Checkpoint spielen. Wenn es überhaupt einen gibt. Natürlich, ne? Wo habe ich den hingesteuert? Danke. Weil ist es wieder soweit. Der Part müsste langsam mal enden. Wir sind schon bei 17 Minuten. Das Blöde ist halt echt, wenn ich, ich Part für Part aufnehme, ist mein Output am Tag deutlich geringer. Ne? Das heißt, wo ich jetzt sonst, ne, immer nach 15 Minuten oder 16 Minuten so einen Schnitt mache, oder vielleicht mal nach 20 Minuten, wenn da nicht viel passiert, habe ich es natürlich selbst in der Hand, weil ich einen Schnitt mache und ich verballere das mal schlicht und ergreifend. Sollt ihn schon bitte, Das Schöne ist, die verwandeln sich offensichtlich auch nicht zurück. Mann! Stell dich doch um! Was ist dein Gott am Turnschuh? So, dankeschön. Komm. So. Fuck you. Nö, ist natürlich auch der. Ist natürlich auch agil wie ein Stück Holz, ne? Springen oder sprinten? Ja, das habe ich ja schon erkannt. Ach so, der wilde. Ah, guck mal. Erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an. Oh, guck mal. Weil ich verkackt habe, habe ich den Edelstein gefunden. Das ist schön. Irgendwo noch hier so ein. So ein Kistchen vielleicht noch hier versteckt? Nein. Blöd. So, genau. So eine Art umgekehrter Rutschsprung ist das jetzt. Pässe. Ach, dich kann ich natürlich nicht machen. Ist ja klar, ne? Ich weiß nicht, ob wir am Ende eine Nitro-Kiste haben, wenn die alles in die Luft fliegen lässt. Deswegen versuche ich, mit ein bisschen Sicherheitsabstand die Nitro-Kisten zum Explodieren zu bringen. Hallo. Es kann doch nicht wahr sein. Also das Ziel, da würde ich Mafia 1, wie ich das Remake, präferieren, weil... Ach, geht doch. Dankeschön. Das kriege ich nicht so gut hin. Da war nichts mehr, okay. Sieht es mit der Kiste aus? 22 Stück haben wir schon. Wie sieht es eigentlich mal mit dem Checkpoint aus? Den haben wir bisher auch noch nicht gehabt, richtig? Kann mich Blutpfütze töten? Reicht das aus? Jetzt mal ohne Scheiß, okay. Und überhaupt das Spiel. Ich mag das, wie die Plattform aussieht. Okay, wir versuchen es einfach mal. Es hat gereicht, ich werde wahnsinnig. Bums! Ich mag das, wie die Pflanzen auch aussehen. Dankeschön. Wo bin ich jetzt dagegen geprallt? Ich krieg's mit dem Ziel nicht. Also die Reichweite von unseren Schüssen ist auch nicht so gut. Gelatinisieren. Oh, da ist gerade irgendwas Fettes über uns drüber geflogen. Oh, das geht auch. Habe ich einen Schatten gesehen? Okay, der Schatten ist jetzt weg. Das war der Schatten von der Kiste, die da oben war.
Okay, hier ist der Checkpoint. Checkpoint Charlie. Ah, da oben ist nichts mehr. Nur ein paar Gegner. Gut, okay. Ein paar, wie heißen die Dinger hier? Versteinerte Muschelabdrücke. Keine Ahnung. Amo irgendwas. Gut, okay, hier ist der Checkpoint. Und ich würde sagen, hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit diesem bisher eigentlich ganz gediegenen Level weitergeht. Also, bis dahin. Tschüss, tschüss.